Aus Österreich 0901 ui, fällt der noch rein? Nein. Jetzt muss ich stoppen. Achtung, stopp. Und drin. Aber da klingelt's. Herzlich willkommen, hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wer ist am Telefon? Morgen. Guten Morgen. Renate? Renate. Schön, dass Sie dabei sind. Renate, Ihre Lösung bitte. Das ist die Stadt Marburg. Und das ist? Leider nicht richtig. So. Herzlich willkommen, hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wer ist am Telefon? Ja, hallo, hier ist die Siham. Siham, du bist wie alt, meine Liebe? Ich bin 23. Ach ja, das ist ja ein tolles Alter. Siham, deine Lösung bitte? Hamburg. Hamburg, und das ist richtig. Mensch, super gewonnen. Gehen wir mit dem Buchstaben B, das ist der einzige. Und es klingelt. Herzlich willkommen, hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wer ist am Telefon? Das ist die Gabi. Gabi, schön, dass Sie dabei sind. Welches Wort wird gesucht? Bild. Bild. Wie kommen Sie denn da drauf? Wir suchen ja eine Stadt. Und man muss ja definitiv alle Buchstaben verwenden. Das heißt in diesem Falle 1, 2, 3, auch 9 Buchstaben. Das Problem ist, ich habe dieses Wort noch nie zuvor gesucht. Ich weiß auch gar nicht, welches Wort wir suchen. Aber da klingelt es. Herzlich willkommen. Hier spricht die Sandra von Money Express. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist der Wolfgang. Wolfgang, Mensch, Sie hören sich aber nett an. Danke. Wolfgang, Ihre Lösung bitte? Die Elbe. Elbe ist ja meiner Meinung nach ein Fluss und zum anderen, bei Elbe haben wir ja auch nicht alle Buchstaben verwendet, oder? Das fängt ja wieder rosig an. Kaum komme ich aus dem Urlaub zurück, spielen wir Wortsuchen, die ich noch nie zuvor gespielt habe. Renate, nee, Gabi sagte gerade eben Bild und Wolfgang jetzt gerade eben Elbe. Ich muss jetzt, glaube ich, wirklich was im allgemeinen Interesse sagen. Meine Damen und Herren, das Wort, welches ich suche, muss alle 9 Buchstaben, die hier stehen, enthalten. Ganz ehrlich, ich weiß selbst nicht, was wir suchen. Oh Gott, und da kommt der nächste 500-Euro-Schein. Und da klingelt es auch schon wieder. Sie sehen, es klingelt hier am laufenden Band. An den Leitungen kann es nicht liegen. Herzlich willkommen, hier spricht die Sandra. Wer ist am Telefon? Hallo, ist die Susi. Susi, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja. Ich drücke Ihnen jetzt von ganzem Herzen beide Daumen. Welche Stadt wird gesucht? Also, schaut aus wie Felldiebe. Wie bitte? Felldiebe. Felldiebe? Felldiebe suchen wir garantiert nicht. Ich suche hier eine deutsche Stadt. Gibt es eine deutsche Stadt, die Felldiebe heißt? Wo kommen Sie denn her? Ach, aus Felldiebe. Da kommt, glaube ich, unsere Callcenter-Agentin hin. Wo kommt die nochmal her? Das hört sich auch so ähnlich an. Ja, Brunsbüttel, ne? Brunsbüttel und Felldiebe. Meine Damen und Herren, auch wenn Sie aus Brunsbüttel anrufen möchten, können Sie natürlich jetzt gewinnen. Hallo? Und da klingelt es. Ich werde verrückt. Herzlich willkommen. Hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wer ist am Telefon? Hier spricht Dagmar. Dagmar, schön, dass Sie dabei sind. Dagmar, es geht um mittlerweile knapp 5.000 Euro, würde ich in etwa schätzen. Oh. Welche Lösung haben Sie für mich? Da steckt auf jeden Fall Feld drin. Ja, Dagmar. Da ist er auch schon weg. Meine Damen und Herren, was da drin steckt, da steckt auch Bild durchaus drin oder Elbe und was habe ich noch gehört? Felldiebe und jetzt auch noch Feld. Das ist jetzt die 4. Falschantwort.
Und jetzt frage ich mich allen Ernstes, bei 4 Falschantworten, nachts mittlerweile 20 nach 1, gestern bin ich um 21 Uhr ins Bett gegangen. Wollen wir was anderes spielen? Meine Damen und Herren, wir haben jetzt 2.31 Uhr und 37 Sekunden. Meine Sendung nähert sich hier ganz, ganz stark dem Ende. Ui, und es klingelt. Ich werde verrückt. Herzlich willkommen. Hier spricht Samra Arabian von Money Express. Wer ist am Telefon? Hallo? Hallo? Herr Samra, ruft da um 2.31 Uhr jemand an und legt auf. Das darf doch nicht angehen. Also ist es also quasi die 6. oder 5. Person, die es zu mir geschafft hat bei dieser Runde und die legt auch noch auf. Okay, wir ändern den Modus. Wir gehen in den Hot-Button-Modus, sprich, wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt in der Leitung sind. Wenn der Hot-Button zuschlägt, haben Sie die Chance bei mir mit der richtigen Lösung auf 8.270 Euro. Und wir starten mit dem Hot-Button-Modus in 5, 4, 3... Die letzten Sekunden hier. Oh, 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 oh. 20, 19, 16, 15, jetzt 13. Ui, und es klingelt. Herzlich willkommen. Hier spricht Samra Arabian von Money Express. Wer ist am Telefon? Oh, hier ist die Moni. Moni, guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Moni, ganz schnell, welche Stadt wird gesucht? Bielefeld. Moni, Bielefeld, das ist richtig. Sie haben soeben 8.270 Euro gewonnen. Das ist ja der Wahnsinn. Das gibt's ja nicht. Heute noch auf Ihrem Bankkonto. Warum sind Sie eigentlich so spät noch wach, wenn ich fragen darf? Oh Gott. Ja, hat sich ja gelohnt. In dem Fall hat es sich wirklich gelohnt. Ich darf mich bei Ihnen schon mal fürs Mitspielen bedanken. Bleiben Sie bitte am Telefon, Moni. 8.270 Euro für Sie. Oh, jetzt super. Dranbleiben, nicht auflegen. Ich darf mich bei allen anderen Zuschauern natürlich auch fürs Zuschauen und fürs Mitspielen bedanken. Wenn Sie möchten, dann sehen wir uns morgen Nacht wieder hier ab 12 Uhr in alter Frische. Jetzt wünsche ich Ihnen erholsame Nächte. Schlafen Sie gut. Tschüss. Bis morgen, Ihre Sandra.